Nächster Redner, Andreas Hanger, ÖVP. Mit zwei Verlangen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auseinandersetzen, wie bereits medial bekannt ist. Ich werde mir, Herr Kollege Scherer, ganz ruhig bleiben. Ich werde mich in erster Linie natürlich mit dem beschäftigen, was die SPÖ und die FPÖ gemeinsam einbringen. Danke dafür, dass Sie sich wieder beruhigt haben. Zum Untersuchungsausschuss, den die SPÖ und die FPÖ einbringt, darf ich festhalten, ein KOFAG-Untersuchungsausschuss wird von unserer Seite grundsätzlich begrüßt, weil wir absolut davon überzeugt sind, dass die KOFAG-Finanzierungsagentur gute Arbeit geleistet hat und ein ganz wesentlicher Beitrag dafür war, dass Österreich gut durch die Krise gekommen ist. Was ich aber schon sehr bemängeln muss beim Untersuchungsgegenstand, und wir hatten ja sehr kurze Zeit, um ihn auch eingehend zu analysieren, ist, dass aus unserer Sicht in einer Erstprüfung wiederum, wie schon beim letzten Mal, verfassungswidrig ist, weil er nur eine bestimmte Gruppe adressiert im Untersuchungsgegenstand und aus unserer Sicht der Gleichheitsgrundsatz hier verletzt wird. Wir brauchen die Breite. Wir bekennen uns dazu, dass die KOFAG natürlich im Sinne eines Untersuchungsausschusses durchleuchtet wird. Allerdings wollen wir haben, dass das gesamte Spektrum der KOFAG untersucht wird. Deshalb darf ich informieren darüber, dass in unserem Verlangen auf einen Untersuchungsausschuss, und da ist jetzt schon, glaube ich, sehr auch der Zusammenhang dargestellt, wir jedenfalls den Untersuchungsgegenstand der SPÖ und der FPÖ übernehmen und wir jedenfalls diesen Untersuchungsgegenstand erweitern um alle Fördersituationen, die von der KOFAG abgewickelt worden sind. Wir schauen uns auch ganz genau an, was SPÖ-nahe, Stichwort Leik, haben, was SPÖ-nahe Unternehmen bekommen haben, was vielleicht auch FPÖ-nahe Unternehmen bekommen haben. Wenn muss es natürlich für alle sein? Und diesen Grundsatz halte ich in aller Entschiedenheit fest. Und zum Zweiten, und da lasse ich mir jetzt das Wort auch nicht nehmen, dahingehend, dass ich festhalte, dass wir einen eigenen Untersuchungsgegenstand einbringen mit dem Titel SPÖ, FPÖ, Blau-Roter Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss, den setzen wir ein, dieses Recht haben wir. Und wir haben jede Menge Themen, die hier aufgearbeitet werden müssen. Ich darf festhalten, die Causa Gusenbauer, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Kanzlerschaft Gusenbauer endet am 2. Dezember 2008. Er schließt dann drei Wochen später einen Beratungsvertrag mit der Signa-Gruppe ab. Dieser Beratungsvertrag hat ein Volumen von 280.000 oder 240.000 Euro pro Jahr für eine Woche Arbeit. Und Sie wollen nur ernsthaft behaupten, Sie sind der Vertreter des kleinen Mannes. Das können Sie gerne nachlesen. Es gibt Honorarnoten, die gestellt werden, Millionen Honorare, die der Herr Dr. Gusenbauer stellt an die Signa-Gruppe. Nur der zeitliche Zusammenhang ist spannend. Die Kanzlerschaft endet und drei Wochen später berät er die Signa-Gruppe mit 100.000 Euro Honoraren. Wir werden uns das sehr genau anschauen, ob hier ein Zusammenhang besteht, der ja nahezu auf dem Tisch liegt. Und ich sage deshalb, dieser blau-rote Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss ist dringend notwendig. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, wir werden uns auch ganz genau die FPÖ-Ministerien anschauen. Wir werden uns dort ganz genau anschauen, wie war denn die Inseratenvergabe? Wie sind hier Personalentscheidungen gefallen? Wie wurden Werbeagenturen beauftragt? Wir freuen uns schon auf die Akten, die dann in das Parlament geliefert werden, weil mit Regierungsverantwortung hat die FPÖ in der Vergangenheit noch nie umgehen können. Und abschließend möchte ich schon noch festhalten, auch in dieser Schärfe eingebracht, weil ich sage das auch in aller Deutlichkeit und Offenheit dazu, wir wehren uns gegen diese monatelange, wochenlange Kampagne, die gegen uns geführt wird, und wir bringen diesen Untersuchungsgegenstand ein, damit wir natürlich auch das rote System und das blaue System entsprechend beleuchten. Für uns ist ja ganz interessant, dieses gemeinsam anbringen. Und zur Geschäftsordnung abschließend noch ein paar Gedanken. Wir bekennen uns auch sehr klar zur öffentlichen Übertragung der Untersuchungsausschüsse, weil wir die Hoffnung hätten, dass sich insbesondere der Herr Kollege Grein und andere dort auch vernünftig benehmen werden. Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit darüber. Wir müssen unterscheiden zwischen politisch Exponierten und politisch Nicht-Exponierten. Das gehört geklärt.
Aber funktionieren wird das nur dann, wenn es insgesamt zu einer Reform der Geschäftsordnung kommt. Wir brauchen die Stärkung der Persönlichkeitsrechte. Es kann ja nicht so sein, dass einzelne Personen da auf den Pranger gestellt werden, vorverurteilt werden, Unterlagen sofort mit den Medien zugespielt werden. Wie hier agiert wird, so geht es nicht. Wenn eine Gesamtreform des Untersuchungsausschusses kommt, diskutieren wir natürlich auch sehr gerne die Live-Übertragung. Vielen Dank. Es sei wichtig, nicht nur einzelne Personen oder Unternehmen, die Förderung von der COFAG bekommen haben, zu untersuchen, sondern alle, betont Andreas Hanger von der ÖVP und spricht sich damit für die Ausweitung des Untersuchungsgegenstandes aus. Die ÖVP will ihrerseits ebenfalls einen neuen U-Ausschuss, der soll sich dann mit rot-blauem Machtmissbrauch beschäftigen, so Hanger.